Monat hier zurück bei Destiny 2 mit der Dämmerung Prestige. Ja, wie man sieht, hier mit Kai Mao und The Axi. Und ja, hohes Level schon mal ganz gut. Jetzt gehen wir erstmal kurz zu ihm rein und schauen, was ich eingestellt habe hier beim 5. Schwerter. Wenn ich das richtig gesagt habe. Hoffe ich zumindest. 5. Schwerter, genau. So, eingestellt hier habe ich für die Prestige-Dämmerung einmal Solar versengen und einmal Schwergewicht. Dementsprechend gehe ich natürlich auch mit den Waffen rein. Also hier einmal natürlich beim Titan natürlich hier Sonnenbezwinger, dann habe ich hier einmal Mitternacht und Namen, dann habe ich hier einmal Kibu AR3, dann hier einmal Schläfersimulant, dann die Kosmoshülle, mehr EP abgreifen, hier natürlich die Sonnenwende der Helden, Ausrüstung komplett, wie gesagt, noch nicht alles fertig gemacht, aber trotzdem dabei. Die anderen beiden gucken wir uns auch noch mal kurz an und dann geht's auch gleich los. Wie gesagt, der Nachtpirschen, damit wir ein paar Sphären haben, dann hier auch Mitternacht und Namen, dann haben wir hier einmal Polaris Lanze, dann hier einmal perfektes Paradoxon, hier einmal die richtige Wahl als Geist und hier natürlich auch Event-Ausrüstung, also auch schon mal ganz gut. Und diese Axi hat was, mal gucken, auch Event-Ausrüstung, dann hat hier Revolver-Held drinne, hier der Antiope D, dann einmal hier Manamanam, SR4, so, dann Whisper des Wurms und dann Kosmoshülle natürlich auch, Nachtfalke und hätte sogar die Aura schon, da muss ich auch nochmal erspielen. Gut, dann geht's direkt los, ich spreche jetzt mit dem und dann mit den Leuten, die hört man nicht, aber macht auch nichts, bis gleich. So. Ja, ich meine Start. Servotonslied. Ja. Bist du da schon durchgerannt hier mit der Aura und so? Was hast du da eingestellt? Okay. Und das hat ihr geschafft, ja? Also schön durchgerannt dann. Ja, schade. Ich muss ja meinen Helm auch noch freischalten. Naja, mal gucken. Vielleicht morgen nochmal irgendwie probieren oder so. Wann bist du morgen wieder da? So. Naja, gut. So, jetzt wollen wir erstmal hier gucken, dass wir das alte Licht bekommen, was wir Licht haben wollen. Und zwar viel Glück. Und wenig sterben. Wir müssen hier aktiv überhaupt noch Solar versenken. Okay. Ungebrochen hier einmal. Die beste Verteidigung. Damit sie ein Scharritual tief unter der Arkologie erkunden. Doch etwas hat unsere Verbindung unterbrochen. Boah. Es herrscht absolute Funkstille. Bringt sie sicher zurück. Haha! Also man sollte nicht aufs Handy gucken. Er hat mich abgepackt hier. Muss also nicht aufs Handy gucken, wenn man irgendwie gerade was macht hier. Oh, jetzt muss ich 15 Sekunden warten, ey. Ja, die sind Solar, muss aufpassen. Hä, wieso kann ich euch nicht zugucken? Was ist denn los? Ach, Mann. Naja, passiert. Ja, warte. Lukas, du musst entstummen. Macht er gleich. Ja. Als ob die Schar heute keine Gäste empfängt. Augenblick, die bekomme ich auf. Ja, warte, ich...
Bam, Gucci, Gucci. Oh, ich hab's erwischt. Ist gespawnt, diese neue Spawn-Maschine. Warte mal. Kannst du dir was sagen, dass du draufgegangen bist? Das fällt mir mal auf. Dann haben wir da vorbei, oder was? Konzentrieren, was geht nicht mehr hier. Komm. Nein! Och, mein Gott, hier in so eine Kuhle rein. Boah. Die Schar treibt ihre Rituale mit Tod und Opferungen an. Sollte es euch nicht gelingen, vorwärts zu preschen, ist Rückzug keine Schande. Vorwärts, schneller. Euer Licht besser für eine andere Schlacht auf, als von der Schar verzehrt zu werden. Schneller, schneller. Das verstehen wir, aber wir haben uns auf diese Mission eingelassen. Keiner zieht sich zurück. Commander? Bist du da? Komm bloß nicht näher! Ich schwöre, wenn du mich in einen von diesen blöden Kristallen verwandeln willst! Die Übertragung kam von irgendwo hierher. Schon weg da. Heil dich! Taliban, hört ihr mich? Taliban, hört ihr mich? Du wirst es probieren? Und was denn? Toll. Naja, kannst du mich. Wir müssen ja probieren, bei Sabo schon ein bisschen synchron zu schießen, irgendwie, wenn es irgendwie geht, damit wir den Menschen da runterkriegen. Wenn er sein Gesicht zeigt oder sein Auge zeigt oder sagt, da kam die Übertragung. Oh, schnell wegschießen, Mann. Der Kristall war voller leere Licht. Ja. Warte. Ich muss den Arm eigentlich wegschießen, die rumeiern hier. So. Cool. Ach, ist schon. Warte mal. Hallo? Jemand hier? Wir wollen nur helfen. Das passt alles nicht. Wo ist der Hüter, den Mann, komm schon hier. Ach, komm. Ja, komm, dann durch. Fertig. Alter, was ist denn hier los? Warte. Ja, erst Dämmungs. War noch eine Woche hier. Eine Art Beschwörungszauber. Das Ganze wird durch leere Licht auf Mallorca. Die Schar will irgendwas zu Titan rufen. Kein Wunder, dass sie da keine Gesellschaft wollen. Ist da jemand? Hallo, Paguera. Hört mich jemand? Da war ich bin mir sicher, eine Stimme. Da war auch Alexandra Maria Lara, so eine Schauspielerin. Ich mach einfach weiter und rede vor mich hin und hoffe, dass das Signal besser wird. Schau, dass sie nicht benutzen, um ihre Magie zu starten. Sie hilft dir dabei zuzusehen, wie du wütest. Dieser Ort macht mich nervös. Was heißt das denn mal? Seid ihr noch da, Fremde? Hier spricht Teko 3. Brecht mir nicht das Herz. Hat jemand eine Super oder so? Bei uns stehen ja rechts ganz schön viele. Gut. Nicht weggehen.
Dachte, ich muss diese Mörder hier alle allein fertig machen. Renne! Oh. Ah, scheiße. Oger hinten schon weg oder noch nicht? Alter, was ist denn los? Oh, jetzt renne ich hier gegen diesen scheiß Kack dagegen hier, ey. Mann, was ist denn los hier? Weil das dem richtig schon nervt, weil Gegenrennen kleben oder klemmen oder was ist das, weg gedrückt werden oder irgendwas weiß. Tja. Blöde Hexe, jetzt wollen wir unbedingt noch wieder Muni, ey. Noch schwerer. Wo ist denn der Oger hin? Ist der schon weg jetzt? So. Die ganze Schwere geflogen, da war dann noch was. Hier läuft gerade ein richtig übles Beschwörungsritual. Der größte Kreischer, den ich je gesehen habe. Ja, merkt ihr meine Worte? Was richtig Mieses und Altes wird das Ding benutzen, um sich diesen Planeten anzusehen. Muss ich dann noch sammeln hier. Und zwar hier. Zu viele Leben einfach weggeworfen. Schar sind wahre Monster. Was? Ah, jetzt verstehe ich das hier einfach nicht mehr. So, ich hole mal super raus. Alter, jetzt wieder sein Schild oder was? Jetzt treffe ich immer nicht richtig. Mann. Hüter gefallen. Ja, den nervt sogar noch nicht ab. Oh, ja! Ist klar, ey. Zack, tot, ey. Mann! Ist doch nicht. So. Eben ist gut, ey, noch einmal noch fehlt hier. Kugel wart noch mal eben. Aber so ganz unsichtbar rein. Ich muss die Kugel jetzt ablegen, wenn wir reinrennen. Aber erstmal können wir den Gold abschießen.
So, jetzt schwere Sparen. Gleich geht's richtig ab. Vielleicht sind diese Hüter nicht umsonst umgekommen. Gehen wir zurück zum Siegel. Wir müssen uns mit Teiko treffen. Ja. Kriegen wir auch schwerer wieder bei den Hexen nach vorne. Also von daher. Alles Gudi. Teiko, wir kommen zu dir. Nein, kommt ja nicht hier runter. Wir können es beenden. Wir müssen nur mit den Kristallen das Beschwörungsritual kurz schließen. Wäre ein Spitzenplan, wenn es hier auch energiegeladene Kristalle gäbe. Ich nehm's zurück. Ja. Zusammen schaffen wir es. Mal schauen, ob ich es schaffe oder nicht. Hast du einen anderen Plan? Oh, ich will drauf gehen hier. Nee, gleicher Plan. Ich muss mal schneller durchrennen, bevor die Leute spawnen. Dann geht's eigentlich meist immer. Er wohnt nicht gleich. Hast du schon aktiviert oder was? Hoffe ich nicht. Alle anvisieren. Wir machen dich stolz, Teiko. Beams. Ja, gleich. Ich hau meinen Super raus. Das lernen wir. Nein, ich renne genau zum Ritter. Oh, fuck, da der wäre schon weg. Der hat weggeholt. Von vorne den Ritter. Oh, nee. Der Ritter steht genau bei mir und schießt auf meinen Geist. Oh, Mann, ey. Wir müssen drauf achten, wenn er das Loch aufmacht da, ne? Kopfballern, oder? Schießt du dann gleich drauf, ja? Okay. Loch geht auf. Wird wieder in die Mitte. Mitte, 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 Mitte. Ja, geht auf. Teiko, wo immer du jetzt bist. Danke. Wir werden nicht vergessen, was du heute getan hast. Loot. Ja, Fotoken kann man ja auch gebrauchen. Und 18. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich habe keine Ahnung. Na, viele Fails, aber es hat funktioniert. So kann man stehen lassen. Ich habe was gekriegt. Ich glaube nicht, weiß ich nicht. Nö, eigentlich nicht. Natürlich auch zu viel drauf gegangen. Naja, aber so kann man stehen lassen.